But the very next day, you gave it away. Ich darf jetzt gar keinen Blick nach links schwenken, von eurer Seite aus ist es rechts, denn Kai, der ist auch mit am Start, hat mich wieder bei Action eingeshoppt und ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, was hier auf dem Tisch steht, ich weiß nicht, was bezahlt wurde. Aber in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen. Wir werden das gleich herausfinden, was wir Cooles haben, was es gekostet hat und ob sich das vielleicht für das wenige Geld lohnt. Ich glaube, wir erklären vielleicht mal ganz kurz, was Action ist. Es ist ein holländisches Unternehmen, das quasi seine Fühler immer weiter nach in Deutschland verteilt und viele lokale Läden hat und gar keinen Online-Handel und dort, ich nenne es jetzt mal, chinesische Preise hat für Sachen mit Garantie und Rückgaberecht und das halt direkt mit in Deutschland. Und das haben wir schon uns zweimal angeguckt und waren bis jetzt immer sehr positiv davon überrascht, was man für wenig Geld mit Einschränkungen bekommt, muss man dazu mal sagen. Euer Feedback war auch mal Gold wert. Ihr habt auch gesagt, die 5-Euro-Maus habe ich schon seit 2 Jahren. Besser geht's ja gar nicht. Genau, wir waren am Anfang sehr skeptisch, aber mittlerweile ist es das dritte Video hier. Ja. Und also da sind schon echt ein paar kleine Geheimtipps bei. Und jetzt schauen wir mal. Ich war wieder bunt stöbern, habe alles eingekauft und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt eins nach dem anderen an. Machen wir. Wusch, weg. Ja, mal los. Jetzt liegt der Haufen da links. Ich nehme mal einfach das hier, weil es da so jetzt einzeln stand. Ich gucke ganz kurz, wie viele haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Produkte haben wir. Und ihr könnt jetzt schon mal raten, was wir dafür bezahlt haben. Aber ich weiß es noch nicht. Kai weiß es, aber das finden wir jetzt raus. So, ich habe was Interesse. Razer Chroma RGB von Battletron. Also wir hatten ja beim letzten Video, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne auch noch an. Und zwar haben wir ja festgestellt, dass ja auch Action so eine Gaming, PC-Gaming-Marke hat. Genau. Die nennt sich Battletron und die optisch sehr an Razer angelehnt ist. Ja, aber die ist jetzt ja mit Razer Chroma Unterstützung. Die ist sogar jetzt mit Razer Chroma kompatibel, ja. Ja, das finde ich eigentlich sehr krass. Also jetzt gucken, was das Ding jetzt hier kann. Aber das bedeutet, habt ihr Razer Chroma oder die Software drauf, könnt ihr quasi damit dieses Licht am PC auch steuern mit der Software von Razer. Und hier liegt auch mehr nicht drin, okay. Es ist eine... Also das Ding fand ich zumindest auch Glas. Anhand der Verpackung sehr interessant, ja. Ja, ich bin überrascht, dass es tatsächlich auch Glas ist. Das hätte ich jetzt mit Kunststoff gerechnet, weil Battletron ist ja wirklich die hauseigene günstige Marke. Guck mal, unten rechts dir alles oder unten kaputt. Alles an. Boom, kaputt, genau. So, Durchmesser, Fernbedienung, WLAN, PC, App und Remote. Genau, WLAN finde ich erstmal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nämlich nur die Fernbedienung gesehen, ja. Ja, ich habe die Fernbedienung gar nicht gesehen. Wo sind die? Ach, bestimmt hier drunter noch. Ha, nee. Hä? Okay, Ja, oder es ist allgemein mit Fernbedienung kompatibel. Soll da eine bei sein? Ich weiß es nicht, steht. Ich würde jetzt sagen, ja. Ja. Ja, tatsächlich soll eigentlich eine Fernbedienung. Es soll eine bei sein. Na, ist ja. Gegenfrage, hast du das Ding vorher aufgemacht? Nein, du hast es gerade aufgeschnitten. Nee, ich habe es nicht aufgeschnitten, es war offen. Jemand schon die Fernbedienung rausgesnackt. Okay, also Freunde, aufpassen beim Einkaufen. Offene Verpackung solltet ihr nicht mitnehmen, könnte was fehlen. Fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem jetzt genutzt. Okay, das ist dann natürlich unser Problem jetzt, unser Pech. Ja, aber ich denke, irgendwie kriegen wir es ja trotzdem an. Schauen wir mal. Ich stecke es mal drin. Wir gucken mal. So, es leuchtet. Oh, das sieht aber schon gut aus. Zack, zack, zack. Also, mir geht ein Licht auf. Mir geht ein Licht auf, ein blaues Licht. In der Kamera ist das jetzt wieder zu hell, aber ihr seht ja anhand des Lichtwurfs, was das für eine Farbe ist. Und dass das relativ intensiv ist, aber trotzdem so ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Mit der nicht jetzt gerade mehr beiliegenden Fernbedienung könnte man wahrscheinlich die Farben noch ändern. Per Touch und so funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es ja, wenn ich das mal kurz rein und raus mache. Naja, dann bleibt es dabei. Aber wir probieren mal die App aus. LSC Smart Connect oder so? Ja. LSC Smart Connect. Gucken wir doch mal. Genau. Weil das ist nämlich die hauseigene Smart Home Marke von Action. Und das hat uns haben uns auch ein paar Zuschauer schon. Das ist ja dann von Vorteil, wenn man sich wahrscheinlich noch andere Leuchtmittels da kauft, dass man das dann alles in dieser App drin hat. Weil das ist ja bei den günstigen Herstellern immer so, jeder hat eine eigene App. Wenn die jetzt aber da irgendwie so eine Allround-Lösung haben, wäre das natürlich gut. Gerät hinzufügen. Standort fortsetzen bei Benutzen der App. Wir haben... Hat die jetzt einen Namen oder können wir... Die hat auch einen QR-Code oben rechts. Ich lass mal scannen. Vielleicht suche nach Geräten in der Nähe. Genau. Bluetooth aktivieren, das müssen wir noch machen. Wenn das letzte Lichtlein brennt. Halten Sie das Netzwerk stabil. Gut. An mir kann schon mal nicht liegen. Ich bin super stabil. Aber da sind halt immer öfters mal Verpackungen offen. Ne? Und dann gucken sich manche Leute das natürlich an, aber manche haben da nicht so eine
netten Gedanken bei. Oder es hat so einen Rattenschwanz, der hat sich jemand gekauft, bei dem hat die gefehlt, der geht wieder hin und klaut sich die raus und dann fehlt dem nächsten auch wieder. Also eigentlich wäre geholfen, wenn man eigentlich genau nur eine Fernbedienung kostenlos hinpacken würde für den nächsten. Mhm. Eigentlich ist sowas mal alles schnell erledigt, aber die Wartezeiten zum Einrichten sind wirklich teilweise penetrant langsam. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, so wie Netzwerk nicht erkannt, Passwort falsch, dann vergeht mal eine Stunde und du kriegst das nicht eingerichtet. Und jetzt, wenn sich nur einer fragt, warum manche Reviews so lange dauern, es liegt einfach nur an so einen Faktoren. Kommunikation ist kein Geheimnis, aber manchmal trotzdem schwierig. Borlight wird hinzugefügt. Ich bin gespannt. Fertsch. So, was kann es denn jetzt? Kaffeemaschine, Kühlschrank, Waschmaschine, Mixer. Was sagt mir das jetzt? Soll ich jetzt zurückgehen oder soll ich jetzt warten? Ah, okay. Ja. Mach mal Farbverläufe, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, funktioniert. Also die Halbkugel kannst du jetzt, man sieht es glaube ich, ne? Ein bisschen lila und ein bisschen rot. Ich kann jetzt mal auf grün gehen und dann hast du den orangen Verlauf. Also das du kannst zwei Farben auswählen. Das ist ja nice. Das machen wir mal blau. Hier oben machen wir jetzt grün. Kannst du auch so Farbwechsel einstellen einfach, dass er so Muster? Ja, bestimmt. Also das ist eine Farbpalette. Wir haben Arbeiten, wir haben Nelke, wir haben Wiese. Wir haben Nachtlicht, wir haben sonnig und wir haben Regenbogen. Da wechselt. Eieiei. Ah ja, schon schnell. Kann man noch die Geschwindigkeit einstellen? Aber es sieht in echt schon... Do it yourself. Also ich finde, das Licht ist ganz schön hell und auch ganz schön grell von den Farben her. Ja. Das, wie gesagt, wird auf der Kamera jetzt nicht ganz so rüberkommen, aber es ist super cool, wenn hier das so plupp einfach von unten nach oben... Krass intensiv, ja. Ja. Nice. Eine weiße Wolke, ja. Das ist jetzt blau und so ein bisschen lila da oben. Also lila Wolken, ne? Nach Musik geht dann natürlich auch oder Spiel. Ich mache jetzt einfach mal das an, ja, bei Benutzung der App. Tritratralala. Ja, und irgendwas passiert jetzt hier gerade. Musikrhythmus. Ich habe jetzt keine Musik an, aber meine Sprache zählt auch. Auch das geht. Und dann habe ich noch romantisch. Oh. Ja, sehr romantisch. Ja. Rotlicht, ja. Ja, es geht nicht. So, und dann können wir noch anderes planen. Das ist halt super simpel, super einfach, super übersichtlich. Man hat ein paar vorgefertigte Szenen und man kann die Helligkeit auch noch reduzieren. Das ist jetzt 12%, ich mache jetzt mal 56%. Ja, jetzt erkennt man die Farbe, glaube ich, auf der Kamera auch so ein bisschen besser. Ja. Dann lasse ich jetzt hier nochmal kurz den Farbwechsel durchlaufen, hier so Dschungel zum Beispiel. Da sieht man, das ist ein bisschen besser. Regenbogen ist ein bisschen schneller dann. Aber wenn sehr echt schnell guckt, alles. Es ist, genau, da erstmal schnell, aber es ist krass intensiv, ja, wenn man in diesen Glas. Sehr Kugel intensiv. Also auch mit den 50%, die wir jetzt hier haben, ist das sehr hell. Und das auf 100% immer. Kann ich machen. Und dann sieht man gleich den Unterschied. Das geht nochmal auf 12 oder so runter oder was weiß ich, ja. 18. Na gut, das sieht man jetzt auf der Kamera nicht mehr viel. Aber und das Coole ist ja wirklich, wenn du einen Razer Chroma in deinem PC eingerichtet hast und das damit irgendwie verbindest, wie auch immer das jetzt funktioniert, kannst du das ja separat damit zusätzlich steuern. Das heißt, du hast es im Hintergrund stehen und kannst dann einfach da Farben mit draufgeben. Das ist schon cool. Und es funktioniert gut. Also die App funktioniert erstmal gut. Da kann ich jetzt nicht wahnsinnig viel einstellen, aber so das Rudimentäre, so Helligkeit reicht. Geschwindigkeit wäre nicht schlecht, weil das ist dann auch ein bisschen zu schnell. Ja. Aber grundsätzlich soll Romantik sein. Oh, da kriegst du einen epileptischen. Es sieht aus wie eine Warnmeldung. Ja, bitte komm mir nicht zu nah. Aber cool ist es. Also muss ich jetzt sagen. Und per Knopfdruck einfach aus. Oder auch wieder an. Ja. Dass jetzt die Fernbedienung fehlt, ist natürlich echt ärgerlich. Schade. Also wirklich immer vorher gucken, dass die Verpackungen auch zu sind. Weil sonst passiert so eine Überraschung. Siehst du, Alexa, Google Assistant und 10 kannst du auch erstellen. Ja. Also aber ich muss, alles bei. Genau, das stand vorne auch alles drauf, dass Sprachassistenten unterstützt werden. Aber ich muss sagen, ich hätte auch nie gedacht, dass das jetzt eine Glaskugel ist. Ich auch nicht. Das hätte ich auch nicht erwartet. Also das ist deutlich wertiger als das, was, also ich sag mal, der Kunststoffsockel ist genauso günstig wie immer. Aber dass jetzt hier Glas verwendet wird für, ich weiß ja noch nicht, was es gekostet hat. Ich sage jetzt einfach mal 10 Euro. Das ist krass. Genau, das Einzige, was jetzt halt fehlt, ist halt ein USB-Netzteil. Das bräuchte man halt. Kriegt man ja zum Glück auch günstig bei Action. Gut. Oder man schließt es irgendwo mit an. Aber gut, okay. Ronny sagt ein 10er. Ja. Sophie, was sagst du? Ich hätte 12 Euro gesagt. Lehn ihn nicht so weit aufs Fenster. Okay, also. Diese Battletron Razer, vor allem steht sogar auf dem Kassenzettel drauf, Battletron Razer, heißt die wirklich so? Chroma RGB, ja. Also Works With heißt die eigentlich. Ja. Aber weil hier steht richtig Battletron Razer LC Gaming Lichtkugel. Oh, guck mal, jetzt richtig gelesen, da steht Made of Glass. Steht sogar drauf. Ich glaube, ich hatte nämlich so überlegt, ob ich die für meine Mediamarkt-Box nehme, als kompatibel mit Android. Dann ist ja gut, dass du das nicht gemacht hast. Diese, diese Kugel kostet 9,95 Euro. Aber es ist schon krass, oder? Für einen Zehner? Und dann noch, also dann halt noch smart.
Ja. Weil jetzt einfach nur per Fernbedienung wäre ja schon eigentlich, dann wäre ich schon fast zur Linie. Wie gesagt, die Fernbedienung haben wir jetzt ja gar nicht. Damit könnte man noch ein, zwei Funktionen mehr machen, die ich dann über die App jetzt nicht habe, aber es funktioniert einfach so. Aber dass das Ding dann halt auch noch WLAN unterstützt, dann auch noch mit den ganzen Sprachassistenten und so weiter. Und dann halt auch noch über die, habt ihr ja schon öfter in die Kommentare geschrieben, gut funktionierende LSC-App. Ja. Das ist schon krass. Ja, die App hatte ich jetzt auch noch nicht probiert. Also die ist simpel, die ist einfach. Hat jetzt vielleicht nicht die Vielfalt, wie es halt ein Govee hat, aber ich sag mal, Govee, da zahlt sie auch deutlich mehr für. Genau. Und das wäre eine schöne, günstige Alternative. Also soll erstmal erfüllt. Ja. Und der eine oder andere kann das bestimmt direkt schon mal Feedback geben und sagen, jo, habe ich schon seit Äonen zu Hause und benutze die und funktioniert immer noch. Aber das ist krass. Mit Glas, Fernbedienung, App-Steuerung und Razer Chroma. Ich meine, da sind auch Lizenzen irgendwie noch hinter wahrscheinlich. Das für 9,95 deftig. Ja. Ja. Schön. So kann es weitergehen. Oh, ein Wired Keyboard AKC 100. Hier musste ich auch einfach mal mitnehmen, weil Hammer und das halt so universell. Ich will einfach mal die Qualität sehen, weil eine Gaming-Tastatur hatten wir ja schon mal. Ja, Hammer ist ja eigentlich jenem Begriff, weil kriegst du in jedem gut sortierten Edeka im Prinzip schon. Beziehungsweise auch beim Mediamarkt und Co. Und je nachdem, was man da kauft, kann das aber teilweise schon ganz schön teuer sein. Das erinnert mich jetzt halt wirklich ganz hart an so eine 9,95 Euro Sherry-Tastatur, wie sie halt irgendwie bei Kaufland dann auch mit rumliegt. Mhm. Also ist jetzt wirklich günstiges Kunststoff, das sieht man halt auch einfach. Das wird dann halt leuchten, die Tasten sind ganz normal, Rubber Dome, irgendwas ganz normal. Genau. Zeig mal, wie verbindungssteif die ist, mal hochkant, also hochkant mal halten und einfach mal so ein bisschen... Okay. Naja, das ist halt... Ja, aber... Kannst du mit flexen. Also ein, zweimal ist jetzt nichts Tolles. Also es ist halt weicher, dünner Kunststoff. Aber letztendlich hier mit dem Feststell, dass du ein bisschen höher kommst, hochlegern da und dann hast du eine Tastatur. Aber die gibt auch schon so ein bisschen nach, wenn du ein bisschen mal energischer drauf rumtippst. Aber ich sag mal so. Noch? Ich gucke mal auf der Verpackung, was noch alles so irgendwie, weil manchmal müssen sich ja irgendwelche Vorteile raus. Zuverlässige, robuste Tastatur mit klassischer Tastenanordnung, höhenverstellbar für optimale Ergonomie, flache, einzeln abgesetzte Tasten für einfache Reinigung. Ich sage mal so, zum Schreiben völlig ausreichend. Ich glaube, das würde ganz gut funktionieren, wenn man sich an die Tastengröße gewöhnt hat. Zum Zocken, ja, warum auch nicht? Ich meine letztendlich, und die ist halt nicht so klackerlaut, ne? Die ist halt relativ leise. Also, finde ich völlig okay. Also... Denk mal, die wird ihren Soll erfüllen. Ja, das ist halt eine von den vielen, vielen günstigen Tastaturen. Also, ich wollte halt nur mal auch mal gucken, dass wir die mal auspacken und dass wir uns das mal angucken. Also keine Multimedia-Tasten, kein Nix, keine Beleuchtung. Nee, gar nicht. Braucht man auch nicht. Nee. Was schätzt du denn? Kabel weiß ich jetzt auch nicht wie lang, also locker so 1 Meter, 1,20 Meter oder so. Was schätzt du denn, wird diese Hammer AKC 100 USB-Tastatur? Also bei Mediamarkt würde sie wahrscheinlich für 15 bis 20 Euro liegen. Bei Action würde ich sagen 5,99 Euro. Einfach nur, weil Action ist. Meinst du, so günstig? Also normalerweise kriegst du eine Tastatur noch für 10 Euro. Dann ja, steckst du das jetzt, da passiert doch eh nichts. 10 Euro. Ja, mal gucken, was passiert, vielleicht haben wir doch Licht. Also Sophie? Ja, 10 Euro. Ah, 10 Euro und Bonnie 6,99. 5,99. Leuchtet was? Hat gerade kurz aufgeleuchtet, Handy mit Adapter. Da. Leuchtet kurz auf, aber... Okay. Ja. Diese Hammer-Tastatur mit deutschem Layout kostet 4,99 Euro. Ach, verdammt. Auch noch falsch geraten. Und wir sind jetzt wieder in Preissphären, wo ich sage, dafür kriegst du doch keine normale Tastatur. Ja, oder wie mit dem Battletorn Ball da und dann. Also ich sag mal so, auch Wahnsinn. In einem Mediamarkt, selbst wenn du so Hausmarke oder sowas, was Rapu oder wie die heißen, ich glaube, da bist du auch bei 9,95 Euro oder so. Ja, Minimum glaube ich auch, ja. Und Action unterwandert das halt einfach nochmal um einen Fünfer. Aber die haben halt wirklich auch nur Direktvertrieb, ne? Kein Online-Service, kein gar nichts, keine Mitarbeiter, die da zusätzlich wahrscheinlich dann irgendwie da online rumsitzen müssen, außer diejenigen, die Waren bestellen und einkaufen. Mhm. In Massen. Das ist wahrscheinlich so einer der Gründe, warum die dann halt so einen günstigen Preis auch irgendwie halten können. Aber krass, für 5 Euro. Es ist halt natürlich hier keine Action-Werbung und so weiter. Wir haben jetzt nicht irgendwie eine Kooperation mit Action oder so weiter. Also wir wollen auch wirklich Kritik da üben, wo es angebracht ist. Dadurch, dass wir natürlich jetzt keine Langzeiterfahrung haben, können wir halt nur das bewerten, was wir jetzt hier gerade vor unseren Augen sehen. Und natürlich wird die Tastatur sicherlich auch vielleicht dann Probleme haben, wenn man mehrere Tasten mit einmal drückt, dass es dann halt so ein Ghosting gibt. Genau. Oder dass mal eine Taste vielleicht klemmt oder so weiter. Aber man muss ja dazu sagen, es ist ein Preis von 4,99 Euro. Und da sieht man dann doch schon mal eher über das ein oder andere hinweg, als vielleicht bei einer Tastatur, die 50, 60, 70, 100 Euro. Dann haben wir jetzt aber auch wieder den Faktor, ne, wenn sie nicht funktioniert nach einem halben Jahr, gehst du halt im Laden zurück und sagst, hier, funktioniert nicht mehr. Ja, sicherlich musst du da direkt mal vor Ort hinfahren. Für uns sind das dann so mal eine halbe Stunde und 35, 25 Kilometer. Aber hey, ja.
kann man trotzdem nicht meckern, ja. Also wie gesagt, wer mehr will, muss auch mehr ausgeben. Das ist, wird sich durch das ganze Video so durchziehen und ja, aber wir haben halt festgestellt. Das war jetzt im untersten Preisspektrum uns bewegen. Das, denke ich mal, habt ihr alle schon mitbekommen. Okay, dann lass uns weiter gucken. Ja gut, wenn wir hier gerade bei sowas sind, dann nehmen wir das mit. Ein Monitorstand, Desk Organizer mit USB-Ports und mit 10 Kilo Belastbarkeit. Ah, wird schon mit dem einen oder anderen Monitor wahrscheinlich schwer. Keine Ahnung. Aber schön dann mit einem iMac abgebildet. Ja, 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 natürlich. Da, wo ja alles drinsteckt und das mit 10 Kilo bestimmt nicht mehr hinkommt. Mhm. Ja, hier merkt man wieder Herkunft Action, weil es ist zugeklebt. Das sieht. Das sieht gut aus, wollte ich jetzt damit sagen. Ey, mein Metall verstärkt, ne? Wahrscheinlich, aber das Kunststoff, das ist hier wieder. Boah, das siehst du hier schon in. Also, kriegen wir jetzt in der Kamera nicht auf. Da ist ein, hier so eine Kunststoffreste drin, ne? Ja, einerseits ist hier ein Kunststofffaden noch drin in dem Strom, in der Stromaufnahme und das ganze Kunststoff ist halt direkt nach dem Auspacken schon einfach schon verkratzt. Und es, also das ist halt wirklich so ein Kunststoff, das sieht super günstig aus und fühlt sich auch irgendwie genauso an. Kann die Kamera gar nicht auffangen, aber ich finde es optisch auch echt nicht schön. Also auf dem Bild fand ich es gerade echt schön, aber jetzt so ausgepackt, ja, da sah es gut aus. Liegt ja wahrscheinlich eher an dem iMac, der drauf steht. Und es ist auch irgendwie, also wirklich so, es, als hätte ich das aus dem 3D-Drucker irgendwie selber ausgedruckt. Das ist ja alles total dünne auch, also deswegen nur maximal 10 Kilo Belastbarkeit und noch mit dem Aluminiumprofil quasi verstärkt, sonst wird es wahrscheinlich gleich auseinanderfallen. Uiuiui. Na ja, gut, Netzstecker gibt es auch dazu und dann haben wir im Prinzip hier vorne einen USB-Port und hier haben wir nochmal einen, die dann auch eine LED dahinter haben, die man auch großräumig schon von Weitem erkennen kann durch diese Bohrung. Junge, hör mir auf. Also der Sinn dahinter ist eigentlich, dass man das halt hinstellt. Man kann seinen PC oder Monitor, da, also seinen Monitor oder iMac darauf stellen, kommt ein bisschen höher, ist damit mehr auf Augenhöhe und man hat halt die Möglichkeit, wie auf dem Bild zum Beispiel, seine Tastatur drunter zu schieben, wenn man jetzt nicht gerade am PC sitzt, dass die da drunter verschwindet. Und man hat noch zwei USB-Anschlüsse, um zum Beispiel sein Handy mit einem Kabel dann aufzuladen oder was weiß ich. Spezifikation, was haben wir da jetzt? Oder zum Beispiel, wenn man 10 Watt. Eine Funkmaus mit Akku hat, dass man dann ab und zu mal ein Ladekabel anklemmt, um zum Beispiel seine Maus aufzuladen. Aber der Stromausgang ist jetzt halt eben auch nur 10 Watt, also reicht ja. Ja, natürlich reicht das zum Strom halten, ein bisschen draufpacken. Aber es ist auf jeden Fall auch wirklich Aluminium, weil es kalt. Hört man vielleicht auch. Aber ich glaube, mehr als 10 Kilo sollte man da auch wirklich nicht zumuten. Nee, das ist, man sieht ja schon, das ist, geht ja auch direkt nach unten. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas haben, was wir da mal schnell so ein bisschen draufstellen können. Ich habe was Besseres gefunden. Einen ganzen Laptop draufgestellt. So. Geht auch. Zum Beispiel. Aber ja, auch dann, wenn du dann drauf arbeiten würdest mit 10 Kilo, ist halt schon schwierig. Ja, das ist dann eher für Funkmaus und Tastatur dann. Ja. Also, wenn man den passenden Monitor oder All-in-One-PC hat. Wenn du einen großen Standfuß hast, ist der in drei geteilt, also irgendwie steht so, dann wirst du das hier nicht draufkriegen. Also, da muss man aber vorher sich schon bewusst sein. Ich habe hier noch einen Standfuß rumstehen. Schön. Ja, aber würde wahrscheinlich auch gehen. So. Standfuß. Ja, also mit Gaming-Füßen und so weiter von Monitoren, das wird dann schwierig. Ja. Und genau das ist das Problem. Also da muss man sich vorher mal irgendwie im Klaren sein, was will ich, was habe ich zu Hause, lohnt sich das? Ich sag mal, für einen einfachen Bildschirm, ja. Aber für mehr auch nicht. Genau. Aber in dem Fall... Tja, was schätzt du, würde dieser Monitor-Stand-Desk-Organizer kosten? Mit den zwei USB-Ports, mit 10 Watt Ausgabeleistung. Ich sage jetzt nochmal 5,99 €. Aber ich würde es nicht kaufen, muss ich ehrlich zugeben. Ich sag 4,99 €, weil es sonst immer zu teuer war. Überrascht mich, der kostet nämlich 9,99 €. Also diesmal ich sag mal so, ich würde mich von dem Produktbild hier vielleicht blenden lassen, wenn ich weiß, mein Monitor würde drauf passen. Hätte ich das dann aber zu Hause ausgepackt oder vor Ort reingeguckt, hätte ich es auch direkt so wieder in die Verpackung geschoben und liegen lassen. Letztlich ist ja genau das bei mir passiert. Ich war ja im Laden und fand das halt auf dem Bild. Ich kenne ja so eine Desk-Stand. Ja, hat mir auch schon mal vorgestellt. Fand ich ganz nett. Aber da ich jetzt merke, ihr sagt ja gefühlt die Hälfte, was ich denn schon... Wir überlegen mal. Aber nichtsdestotrotz, das sind jetzt 10 Euro, die man dafür bezahlt und es sind zwei USB-Anschlüsse integriert. Ich glaube, da wird schon der ein oder andere sicherlich seine Freude dran haben und seinen Nutzen daraus ziehen, aber es ist trotzdem sehr recht... Also wenn das Geld wirklich knapp ist und man irgendwas braucht, dann kann man das gerne machen. Aber wer irgendwie 5 Euro mehr über hat und
auf irgendwas, was qualitativ ein bisschen besser aussieht, zurückgreift, dem würde ich das eher empfehlen. Nichts gegen das Produkt, will ich jetzt nicht schlecht reden, aber ich finde es halt, es ist halt super günstig. Ja. Also es wird mit den 10 Kilo und wenn hier nicht das Aluminium drumherum wäre, wird es wahrscheinlich direkt auseinanderbrechen. Ich finde es halt überhaupt nicht schön, das kommt noch dazu. Also ja, wie gesagt, kann man machen, muss man aber nicht, aber soll ja auch nicht alles hier nur Lob und ist alles so toll sein bei Action, sondern... Ne, wie wir schon sagten, wir kaufen es selber. Genau, wenn ihr es bei euch im Einsatz habt und da schon Erfahrungen mit habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Bei allen Produkten, die wir heute zeigen. Genau. Also wenn euch das überzeugt hat und ihr sagt, ich habe das zu Hause benutzt und ich finde das gut, dann sei das auch alles so und dürft ihr, wie gesagt, gerne reinschreiben. Ich bin gerne, natürlich auch das Gegenteil, ne? Wenn ihr es zu Hause hattet und sagt, ey, ich habe da irgendwas raufgestellt und das Ding ist durchgebrochen oder so, schreibt es natürlich. Das ist hier an dieser Stelle genauso angebracht. Ja, absolut. So, dann gerne weiter. Ja, wir machen mal ein bisschen Musik jetzt hier. Ich bin gespannt. Fresh and Rebel Wireless Speaker mit 4 Colors und 5 Modi. 16 Watt, 16 Stunden Spielzeit und Bluetooth. Gut, Bluetooth war jetzt klar. Also erinnert natürlich stark an JBL Flip, aber wir hatten ja dieses Fresh and Rebel jetzt schon, glaube ich, zweimal sogar dabei. Ja. Und waren ja recht angetan für den aufgerufenen Preis. Für das schmale Deswegen geht das bin eigentlich. Ich jetzt auch aber hier ist so wieder so eine Ronny-Kindersicherung drin. Ich weiß nicht, wo ich es aufmachen soll. Also es ist komplett zugeklebt, die Verpackung. Ich komme ja auch nur so zwischen. Ich muss es jetzt leider aufreißen wie so ein Westpaket. Tut mir leid dafür, aber... Ah, hier ist jetzt also es wurde ja schon öfter gesagt, dass es halt aus Diebstahlgründen gemacht wird, damit halt im Laden nicht irgendwie was aus siehe Fernbedienung ja, aus der Kiste rausgeklaut wird. So, Ladekabel. USB-A aber wie wir auch schon dank euch wissen, es tut der Gewährleistung oder der Rückgabe keinen Abbruch. Also wenn man jetzt nicht zufrieden ist und es zurückbringt, dann ist es ja, dann ist es egal, wenn die Verpackung so aussieht. Aber jetzt guckt ihr das doch mal an. Die sieht schon hochwertig aus. Das sieht. Also hier ist ja das. Ihr wisst ja nicht, was die gekostet hat. Ja, maximal 20 Euro. Magst du jetzt was Hochwertiges in der Hand und sagst trotzdem 20 Euro? Nee, weil die Kopfhörer auch 20 gekostet haben. Ach so. Fish Rebel. So, Micro-SD-Karte passt rein und mit einem USB-Typ-C-Kabel, was beiliegt, können wir das ganze Ding auch aufladen. Das Ganze mit einem gummierten Spritzschutz, sage ich jetzt mal, gummierte Füße, dass es jetzt nicht hin und her läuft, rutscht und da oben leuchtet es bunt. Nice. Ich muss jetzt erstmal mich kurz koppeln. Fresh Rebel 1ARB700, so heißt das Ding anscheinend. Dauert ein bisschen länger, hat noch 80% Akku. Das ist schon mal gut, wenn der Akkustand per Bluetooth durchgegeben wird. Ja. Ist leider auch nicht Standard. Und warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendwie habe ich hier auch lizenzfreie Musik, glaube ich. Wo haben wir Files? Aber optisch muss ich schon mal sagen, bin ich trotzdem jetzt positiv. Aber das Gute ist, man konnte ja schon ins Fenster reingucken. Ich mag so eine Verpackung, wo man reingucken kann. Mhm. Ja. Weil nicht immer ist jedes Produkt ausgestellt im Laden. Und dann... will man ja doch schon wissen, wie sieht es denn wirklich aus. Lizenzfreie Musik. So, was haben wir jetzt? Lautstärke haben wir die Hälfte. Machen wir hier nochmal NCS. Das ist die Hälfte der Lautstärke. Ich gehe mal nach vorne, vielleicht knallt es ja irgendwie noch. Gut, man merkt jetzt schon, Bass kommt aber nicht raus. Klingt doch irgendwie nach oben. Hm? Als wäre da irgendwie nur ein Speaker, der irgendwie so nach oben was abgibt. Also Lautstärke ist nicht wahnsinnig doll. Es kommt nur hier vorne was raus. Hm. Also hier hört man wirklich, dass es ein Treiber drin ist. Das ist keine Verteilung, es strahlt wirklich hier ab. Qualitativ ist es halt so, trotz der Größe kommt hier nicht wirklich viel Tiefgang raus. Also... Hm. Aber auch die maximale Lautstärke ist auch gar nicht so doll. Nee. Also oder versuch mal bitte am Lautsprecher trotzdem nochmal lauter zu machen, weil wir haben es ja manchmal doch getrennte Lautstärkeregelungen. Ja, nee, das ist tatsächlich dann auch mit Bluetooth direkt. Also ja, das ist die Bluetooth-Lautstärke von deinem Telefon. Oder steuert er gerade dein Telefon? Ja. Obwohl das gar nicht so schlecht klingt gerade. Vom Klang her ist es okay. Kommt der Ton hier oben raus oder kommt hier? Kommt hier, merkst du auch hier. Ah, naja. Ah, übersteuert aber was. Ja, oben halt Passivmembran. Ja. Also der Bass ist nicht dolle und das übersteuert ein bisschen auch. Auf voller Lautstärke, ja. Der Bass kommt nicht so geil raus. Das können andere besser, aber andere kosten wahrscheinlich auch mal was Vierfache. Muss man sich ja auch immer wirklich mal nochmal
ja, vor die Nase halt im Prinzip. Also wer günstig kauft, kriegt trotzdem. Man muss aber dazu sagen, jetzt hier zum Beispiel so ein Soundcore 2 oder sowas, was kosten die 25 Euro? 25 bis 30 Euro, ja, stimmt schon. Die klingen für ihr Geld schon sehr gut. Aber da hast du keine LED dran. Hier ist der LED dran. Das mag stimmen. Aber wir haben ja jetzt auch bei den günstigeren Bluetooth-Lautsprechern nicht so den Überblick. Also es wird sicherlich. Ja, mittlerweile schon auf jeden Fall. Auch in der Preisklasse, aber ja, wie gesagt, ihr wisst ja noch nicht, was schätzt ihr denn, hat sie kostet? Dann können wir, glaube ich, weiter fachsimpeln. Wie teuer waren Daniels kleine Box, die an seiner Media waren? Die waren auch bei 10 Euro, 9,95, glaube ich. Und ich glaube, die liegt genau dazwischen bei 12,99. 13,99. Exakt 15,99. 12,99, ich bleib bei 12,99. Also diese Fresh & Rebel 16 Watt Bluetooth Lautsprecherbox kostet 18,95 Euro. Ja, also wie ich sagte, unter 20 Euro. Aber man merkt schon langsam, dass dann doch ihr günstigere Preise erwartet. Ja, man passt sich dem an. Ja. Also ich sag mal, für 19 Euro ist das natürlich, geht das immer noch klar. Aber wir haben jetzt auch nicht so den Überblick. Wir haben eben schon den Soundcore 2 in den Raum geworfen. Es wird sicherlich auch andere Lautsprecher geben für so um die 20 Euro, auch auf Amazon und Co. Ja. Die wahrscheinlich sogar besser klingen, bin ich der Meinung. Aber der sieht, aber man muss dazu sagen, der sieht gut aus. Der sieht nicht nach 19 Euro aus. Genau das ist es. Also ich glaube, hier zahlt sich, vielleicht zahlt sich in dem Moment ja ein bisschen mehr die Optik und das Geblinke mit, als den Klang. Aber grundsätzlich, klangtechnisch ist es okay, aber wer halt ein Bassmonster sucht, der findet das jetzt hier nicht. Aber das, was rauskommt, völlig adäquat. Für 19 Euro ein schöner Allrounder. Er sieht gut aus, wir haben USB-C und der klingt auch vernünftig. Also für das Geld, klingt er solide. Ja, sagen wir solide. Völlig okay. Also aber ich glaube, da gibt es noch gute andere Alternativen. Ja, aber ich wäre jetzt zumindest nicht enttäuscht, hätte ich den für die 18, 19 Euro mitgenommen, wäre ich nicht enttäuscht. Also das stimmt. Das passt. Das wäre ich auch. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass man sagt, so für das Geld, was ich bezahlt habe, da bin ich auch zufrieden. Und das passt ja bei ganz tollen Produkten manchmal zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, trotzdem. Ja, ist völlig okay. Kann man mit leben. Na, jetzt bin ich mal gespannt, was du noch so alles rauszockst. Screenbar 200 Lumen. Eine Monitorlampe. Auch sehr beliebt bei uns auf der Webseite. Also wir haben da auch den einen oder anderen Artikel dazu. Schaut da gerne mal vorbei. Und da wissen wir auch so, was so Import-Monitor-LED-Lampen kosten. Genau, die günstigsten von Blitzwolf über Banggood als Import, EU-Import oder so, lagen tatsächlich so bei 20, 25 Euro. Xiaomi hatte, glaube ich, 35, 40 verlangt und BenQ liegt zum Beispiel bei 100 Euro und 130 Euro. Ja. Also wir sind teilweise so gerade schon bei 15 Euro angekommen bei so Blitzwolf. Stimmt, je nachdem, was mit Sale ist, genau. Es ist auch hier sehr, sehr günstiges Kunststoff und die Endkappe hat es direkt gleich entschärft. Die müsste man dann erstmal festkleben oder umtauschen, weil die hält jetzt nämlich so nicht mehr. Die kam gleich aus der Packung rausgefallen, aber... Ja, also letztlich muss man, glaube ich, mal erklären, was ist so eine Monitorlampe? Genau, wollte ich gerade sagen, genau. Eine Monitorlampe ist halt einfach da, dass du nochmal... das Ding auf den Monitor setzt und nochmal eine Beleuchtung nach unten hinweg bekommst. Ohne, dass du Licht drumherum anhaben musst, hast du am Arbeitsplatz einen Bereich vor dem Monitor, wo deine Hand und deine Maus, Tastatur und so weiter liegt, um da Licht zu haben. Ist super angenehm und wir haben bei uns an jedem Arbeitsplatz eine Monitorlampe verbaut. Zwar größere, weil die ein Multimonitor-Setup haben, jeder von uns, aber... Nimm mal das Notebook. wir machen es mal, glaube ich, am Notebook. Zeigen wir es mal. Also der Vorteil ist, die soll nicht auf den Monitor strahlen, dann reflektiert es nicht, aber sie soll halt auch einen nicht blenden. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie gut die funktioniert. Quasi hinten kann ich dann den Winkel, die Dicke des Monitors einstellen. Jetzt in unserem Fall muss sie natürlich relativ dünn werden, damit das dann auch nach unten strahlt. Ich mache aber mal vorher das Kabel nochmal ab. Genau, kann halt auch an einem Notebook benutzt werden, verdeckt da natürlich meistens dann aber die Webcam. Deswegen ist es schon bei einem Monitor sinnvoller. Also jetzt sieht man das, glaube ich, auch. Ne? Hier ist jetzt quasi das Licht der Lampe. Kannst du da irgendwas einstellen? Ich weiß nicht, wo die Knöpfe sind. Also hier an der Seite. Ah. Ich hoffe, dass die andere Seite keinen Knopf hatte. Ich weiß es nicht. Also jetzt sieht man ja, ne, wie dunkel das ist. Und wenn ich jetzt hier quasi anmache, sehe ich dann halt der Bereich, wo ich mit meiner Tastatur oder mit meinen Händen arbeite. Ah. Kaltweiß, warmweiß. Und neutral. Dann und neutral, leuchtet. Genau. Dass ich dann hier den Bereich beleuchtet habe. Und ich glaube, wenn es aus ist, sieht man den Unterschied nochmal durch. Ist sehr empfindlich. Mach mal vordere Kamera, dann kannst du es nochmal komplett seitlich stellen. Dann sieht man, dass es sollte eigentlich, nee, komplett so, dass es nicht auf dem Monitor strahlen soll. Genau. Machen wir nochmal. Naja, gut, ob warmweiß, kaltweiß, keine Ahnung. Und wie gesagt, das geht jetzt ja hier quasi dran vorbei. Also hier irgendwo fängt es an. Man kann ja den Winkel so ein bisschen noch einstellen und dann hast du halt verschiedene Stufen. Und wenn es natürlich auf einem Monitor sitzt, der höher ist, dann kommt hast auch natürlich eine größere Lichtausbeute. Genau, das ist eine Monitorlampe. Dafür ist sie da und wie gesagt, wer viel davor sitzt. Es ist natürlich nicht wahnsinnig hell, das muss man schon sagen, auch wenn da 200 Lumen draufsteht. Ja. Aber es ist ausreichend. Wenn man natürlich im dunklen Raum sitzt, dann geht das schon. Ne? Aber wenn ich jetzt halt sehe, dass wir hier viel Licht haben und ich mir die Hand runterpacke und trotzdem noch den Lichtschein erkenne, kann es ja nicht so schwach sein, das Licht. Also das ist schon...
völlig okay. Wenn ich das jetzt hier quasi ausmache, sieht man auch den Unterschied. Oder es warm und kalt weiß und jetzt ist es aus. Ja. Also man sieht das schon. Also es bringt auf jeden Fall was und 200 Lumen klingt es wenig, aber ja, Verarbeitungsqualität ist natürlich jetzt sehr günstig. Ja. Aber es erfüllt seinen Zweck. Ach, hier ein M3-Klebeband ist hier noch drin. Kann ich das also quasi dann so festmachen. Da auch auf dem Monitor festkleben, wenn ich das möchte. Muss ich natürlich nicht. Und ansonsten sieht man halt einfach die Ioden, die hier drin verbaut sind, die LEDs. Mhm. Und das war's. Schade ist, dass jetzt hier die Seite ab ist. Könnte man ankleben oder halt, wie gesagt, auch umtauschen. Mhm. Oder die Verpackung schütteln und gucken, ob da schon irgendwas klappert. Ja, das kannst du auch machen. Hat geklappert, was soll ich jetzt sagen? Ja. Daran merkt man halt wieder, wenn du günstig bezahlst, ne, dann ist die Verarbeitungsqualität halt schon teilweise zurückhaltend. Man kann es, wie gesagt, umtauschen oder man nimmt jetzt halt einfach das Stück, klebt das ran und fertig. Aber es funktioniert und LEDs kosten nun nicht mehr die Welt und das ist völlig okay. Was jetzt dazu kommt, ich glaube, manche Monitorlampe, die wir schon da hatten, ist ein bisschen breiter auch. Ja, die ist sehr schmal, finde ich. Die ist sehr schmal, genau. Für Notebook so 15, 16, 17 Zoll völlig okay. Für den großen 27 Zoller, 34 Zoll wird es zu wenig sein. Ja. Das ist dafür zu schmal. Aber dafür hat das Ding wahrscheinlich auch nur 6,99 € gekostet. Ich hatte jetzt 5,99 € im Kopf. Also, wir haben ja eben schon gesagt, so die günstigsten Importlampen liegen so bei 15 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Diese Lichtleiste für den Monitor hat gekostet bei Action 4,99 €. Ah. Ja, schön. Ja, ich glaube, aber die ist halt nur schmaler, ne? Die anderen sind wirklich breiter. Schon noch ein Stück breiter, ja. Also ich würde schon sagen, da ist er auch ganz gut aufgehoben. Das ist jetzt mit der fehlenden Kappe oder mit der abgerutschten Kappe ist natürlich ein fader Beigeschmack schon wieder. Aber wie gesagt, man kann die Lichtleiste übrigens ja auch noch ein bisschen im Winkel einstellen oben. Das hat man, glaube ich, gar nicht so gesehen. Ein bisschen, genau. Hier hast du noch den Kabelschlitz quasi oben und dann kannst du ja den Winkel noch verändern. Genau, wenn man das dann feststellt. Aber okay. Simpel gelöst, aber es reicht aus. Und wer das mal ausprobieren will für sich, weil er abends vielleicht müde Augen hat, das ist vielleicht die Lösung. Und für einen Fünfer, ich glaube, also wir haben so eine, hat ja Ronny schon gesagt, wir haben so eine an jedem PC, weil das ist wirklich praktisch. Ja. Jeder kann selber sein Licht nochmal anmachen am Arbeitsplatz und blendet nicht auf seinen Monitor und blendet auch nicht sich ins Gesicht. Das ist schon. Hat durchaus seine Daseinsberechtigung. 30 cm sind das übrigens. Da steht übrigens auch dimmbar dran. Vielleicht halten. Long press to dim. Ja. Ja, okay. Gut. Aber hätte man vielleicht sogar noch heller machen können. Das weiß man jetzt nämlich nicht. Ach, ist egal. Für 5 € geht das klar. Denke ich auch. So. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oh. Richtig. Oh. Bambus. Induktive Ladestation. Ja. Induktive Ladestation kann man nicht genug haben. Wer ein Telefon hat, was induktiv beladen werden kann, der freut sich drüber. Und so eine Holzoptik in Bambus sieht natürlich auch stylisch aus. Perfekt. Das landet auf jeden Fall auf meinem Arbeitsplatz. Was? Dann brauchst du aber noch ein Netzteil und ein Kabel. Ist gar nichts bei? Ach doch, nee, hier ist das Kabel. Doch, Kabel. Kabel ist mit bei, USB Typ C. Das kann ich auch anklemmen, das geht. Und ansonsten haben wir jetzt hier quasi einen Bambus, Stifthalter, nenne ich es mal, oder was, Linealhalter, was du auch immer da reinmachen willst. Und hier hinter ist quasi die induktive Ladefläche, um das Telefon aufzuladen. Und das probiere ich gleich mal aus. Ich bin ja sehr gespannt. Mhm. Hab ich. Also im ersten Moment erstmal sehr praktisch. Bis 10 Watt, je nach Netzteil, was man jetzt nutzt, bis 10 Watt induktiv ladbar. Ich finde cool, dass es mit USB-Typ C ist. Ja, das muss man auch so sagen. Das war bis jetzt bei Action irgendwie alles mit USB-C. Leuchtet auch direkt blau. Jetzt nehme ich mir nochmal meinen. Ich hatte das mal hier. Vor allem auch mit einem großen Telefon, ne? Testest du. Tada! Ja, ist angesprungen. LED. Ich kann es nochmal machen, dann sieht man das gleich nochmal. Man hat es vibrieren auch gehört. Und ja gut, ich habe noch 77%, wird aber aufgeladen. Man sieht es in der Symbolik hier oben. Aber bei deinem ist es auch schon knapp mit der Fläche. Das ist jetzt so, ja, größer dürfte es nicht sein. Die Kamera jetzt auch ein bisschen im Weg ist. Das heißt, so ein Xiaomi mit so einer riesen Kameraaufbau könnte schwierig werden. Ach, hier, bei meinem dürfte das auch schwierig sein, wegen dem Kameraschild da hinten. Ich glaube, da lädt er jetzt gar nicht. Doch, macht er. Doch. Da, 40% okay, hat er. Weil er nämlich ganz schön weit weg ist, das sieht man ja, von der Seite. Ja, kann sein, dass es aber auch abrichtet. Aber in 2 Stunden 42 Minuten bis voll, weil du hast einen dicken Akku. Ja. Also und halt eine dicke Hülle und sogar noch Luft dazwischen. Genau, weil das Kameraschild da gerade, oder einfach nach oben kippen. Nicht viel. Also ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass... Nee, ich das auch nicht. Also es funktioniert aber. Dann kann ich mal so mal draufpacken. Hm. Ja, lädt direkt. Schönes Haut, ne? Kannst es halt nehmen, stellst es direkt in die Ecke rein und er lädt dann auch. Ja. Auf anderen Stationen ist es manchmal so, du musst ja ein bisschen so hin und her friemeln, aber ja.
Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir sonst noch? Ja genau, ist halt im Endeffekt bis 10 Watt, unterstützt den Ski-Standard, 3 Jahre Gewährleistung hier sogar drauf. Okay. Und es soll, weil es Bambus ist, steht zumindest FSC, nachhaltiges Holz. Ja. Und Stifthalter, klar, kannst ein Lineal reinmachen, ein paar Stifte. Ist sehr groß, das Ding, also der Stifthalterbereich da. Cool finde ich aber, dass sie keine Aufkleber genommen haben, sondern die haben das auf die Unterseite alles reingelasert. Also da steht sicher nach 10 Watt maximal ZD Trading Perrenmarkt 15 aus Niederlande. Dann das FSC-Zeichen, 100% Bambus. Hier oben siehst du noch ein paar Nagellöcher, irgendwie muss es ja auch zusammengeschossen sein. Dann den USB-Typ-C-Port, ne? Auch im Holz eingelassen. Also das sieht schon ganz vernünftig aus. Also für... Mal eben, ja, nehme ich mit, finde ich ganz cool. Also ja, hier sind schon so ein, zwei Bagatellschäden schon dran, aber ja, das ist Holz. Machst du ein bisschen feucht, dann quillt das wieder auf. Genau, aus dem Grund sind auch manche Verpackungen offen, weil die dann auch immer gucken, dass dann wirklich nichts dran ist. Ja. Was schätzt du denn, würde man für diesen Bambus Desk Organizer, haben sie es so klangvoll genannt? Ich habe den ja auch schon gesehen, aber das liegt schon wieder mehrere Wochen zurück. Ich hatte bei dem auch überlegt, ich wollte ihn irgendwie auch mitnehmen, aber irgendwie habe ich mich dann dagegen entschieden. Vielleicht war er dir ja zu teuer. Ich hatte ja das normale Ladepad für 8,95 mitgenommen, was Daniel ja auch mit hatte in der Mystery Battle Kiste. Und ich glaube, das lag bei 12,95. Mann, ich habe auch 12,99 im Kopf. Nee, 99 machen die nicht da, nur 95. Nee, wir hatten auch schon. Ach, 95. Ja, ich glaube, das könnte nämlich dann der Grund gewesen sein, weil dieser Desk Organizer aus Bambus kostet nämlich 4,99 €. Hä? Oh. Also hier habe ich euch wieder erwischt. Hä? Der ist, wie geht das? Ja, das weiß ich auch nicht. Also mal ganz ehrlich, also Bambus, klar, wächst bei mir im Garten. Das ist, kannst du abhacken und dann schnitzelst du das und dann machst du da so, aber brauchst du ja erstmal eine Maschine für. Und Bambus ist natürlich günstig, aber trotzdem für 5 €, zwar nur mit 10 Watt laden plus Typ C und Kabel, wie geht das? Ja. Wie machen die das? Das muss doch... Produktionskosten 5 € mit Energie- und Personalkosten vielleicht pro Stück. Aber okay, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall so ein Ding, das kann man problemlos mitnehmen. Also 4,99 €. Ja. Top. Ja, und selbst wenn es dann halt mal irgendwann nicht mehr funktioniert, dann hast du nochmal einen Wärmespender, wenn du es in den Ofen schmeißt. Das sieht ja wirklich nicht hässlich aus. Ja? Das sieht ja wirklich nicht hässlich aus. Also es ist jetzt nicht die perfekte Verarbeitung, aber wie gesagt, wir reden ja von 5 €. Das ist... Die Kohlen kaufen, das ist teurer. Krieg nicht mal einen Döner mehr für. Nee, der kostet 6 €, das stimmt. Ja. Ich sag nichts mehr. Wir machen es einfach weiter. Ich fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist krass. Ja, finde ich auch. Also das ist schon enorm. So, ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen, aber eins fand ich sehr, sehr interessant. Warst du denn auch Clown bei Action? Weil ja, ich habe es eben schon angesprochen. Ich stand an der Kasse, die eine Mitarbeiterin fragte die andere, wie mache ich denn das ab? Und sie rief nur zu, gar nicht. Ja, puh, ich hoffe jetzt, dass uns das nicht gleich hier beschallert, wenn wir gleich anfangen, hier diese Strüppchen durchzuschneiden. Selbst die Dinge sind Wegwerf oder was? Na gut. Das finde ich jetzt auch nicht so nachhaltig. Ich habe nochmal ein Batman Multitool, vielleicht haben wir da. Oder da ist eine Zange mit Dings. Na aber. Jetzt gleich macht Piep. Achtung. Nein. Batman Tool ist jetzt nicht gut genug. Klemmt jetzt. Batman Tool. Das Batman Tool versagt. Oh. Ich wollte gerade sagen, du machst nämlich gleich die Verpackung. Ist gar nicht so schlimm. Ja, das hat sich jetzt festgebissen auf alle Ewigkeit. So darfst du keinem erzählen. Müssen wir nächstes Mal bei Action eins holen. Ah, so, hat er es nicht gepiept. Also ist es auf jeden Fall entschärft. Kann ich jetzt ganz offiziell bezahlen. Aber wirklich, hier, mit Metall drin, Draht. Okay. Ey, gut, darum ging es ja gar nicht. Darum auch nicht. Dann packen wir das weg. Und hier muss ich noch gleich was dazu sagen. Das Produkt, da habe ich eine E-Mail von einem von euch, von einem Zuschauer bekommen. Der hat mir das empfohlen, der hat das auf der Action-Webseite entdeckt. Also da kann man es ja nicht kaufen, aber da kriegt man auch Infos über neue Produkte. Und er hat gesagt, wenn es das bei euch gibt, schaut euch das unbedingt mal an. Man muss jetzt mal dazu sagen, ich bin jetzt noch nicht drauf eingegangen, was es ist. Es ist ein DJ-Pult von oder bei Tiesto. Tiesto ist einer, glaube ich, der relativ bekannt ist, was so eine Musik angeht. Mhm. Und da ist ja eine Name und eine Brand jetzt irgendwie hinter. Genau, und er hat mir nämlich geschrieben, er glaubt, das kann doch nicht in echter Unterstützung, weil letztlich, warum sollte so ein bekannter DJ da seinen Namen für hergeben? Und er hat das jetzt in Frage gestellt,
ob die nicht sich damit... Ach so, er hat das selber gar nicht da. Nee, er hat das in Frage gestellt. So. Und ich denke mir aber so, ich glaube, Action würde nicht die Gefahr eingehen, da irgendwelche Fake-Leute zu bewerben, weil ist ja nun auch mittlerweile eine riesige Kette. Aber ob jetzt ein bekannter DJ da halt seinen Namen verhergibt, ich weiß es nicht. Was lachst du so? Warte, ich kann noch mal ganz kurz... Das da, warte, wir machen das mal so. Wir halten noch mal kurz die Verpackung hin, gucken uns das an, wie geil das aussieht, ja. Und warte. Das sieht jetzt halt nicht mehr so geil aus. Nee. Naja, es ist, sagen wir mal auch so, es ist recht klein. Ja, gut, bei der Packung war das jetzt nicht anders zu erwarten, aber hier hast du noch Widerstand drin auf den Drehtellern. Hier hast du Chinch. So, mal DJ nee, das ist per Output, USB. Output. Genau. Okay. Genau, also letztlich, wir werden gleich mal Marci dazu holen, der soll das mal ein bisschen beurteilen. Er ist ja so ein Hobby-DJ. Du auch. Nicht zwar, wo es 15 Jahre zurück, aber. Das ist schon eine Weile her. Aber ich sag mal, es steht vorne sogar drauf, es wird mit der ein oder anderen Software, es ist offiziell kompatibel. Okay. Wird halt per USB dann halt ganz normal am Notebook oder am PC angeklemmt. Das heißt, ist halt ich Frage, kann jetzt eigentlich halt gar nichts ausprobieren. Die wichtigsten Funktionen dran hat. Aber hier schon mal vorweg, Marci darf das im Nachgang gerne bei sich zu Hause ausprobieren, darf euch da mal gerne gleich einen Clip aufnehmen und wir spielen das ein und er darf es ausprobieren, weil wir können es jetzt nicht wirklich beurteilen. Außer, dass es recht klein ist und von der Verarbeitung, zumindest von der Materialwahl anscheinend nicht so schön ist. Aber solange die Funktion gegeben ist. Ja. Du kannst ja höchstens mal jetzt am Notebook das anmachen, um zu gucken, ob noch irgendwas beleuchtet ist oder so, das würde ich gerne machen. Ich habe jetzt Strom reingesteckt, aber ich weiß noch nicht mal, wie ich das ankriege. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich da irgendwas auch beleuchtet ist. Was steht denn auf der Verpackung noch drauf? Also es soll Advanced DJ Control System, Speedport kompatibel und Virtual DJ kompatibel. Jetzt ist hier auf jeden Fall irgendwie auch was an. Jetzt gerade blau geleuchtet. Es ist eine eingebaute Plug-and-Play 4-Kanal-Soundkarte drin. Die Jogs werden sie ja genannt hier zum Einstellen, die sind sogar touch-sensitive. Man hat einen smoothen Crossfader, das ist unten der in der Mitte. Der soll also besonders leichtgängig sein. Ein Dual-Headphone-Jack, 3,5 mm und 6,3 mm. Stereo-Master-Output, Auto-Sync, Filter- und FX-Funktion, Equalizer- und Volume-Knöpfe, einen Browse-Wheel und Deckload-Buttons. Okay. Ja, aber ich habe keine Ahnung, ob das Ding jetzt anders ist. Also eben hat hier ganz kurz was blau geleuchtet. Ich steck's nochmal rein. Jetzt geht hier das nämlich einmal die Tasten durch. Also die Tasten sind scheinbar beleuchtet, man sieht's. Ja. Aber ich denke mal, man muss jetzt erstmal die Software installieren. Ja, und da scheitert es jetzt bei uns natürlich dran. Wir haben sowas natürlich nicht. Also da muss Marci jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen gegensteuern. Ich kann das jetzt... Der soll jetzt einfach noch was sagen. DJ Marci! Go Marci, go Marci, go! Go Marci, go Marci, go! Siehst du, wir brauchen gar keinen DJ. Ich mach das alles alleine. DJ Marci ist unser Haus. So, erzähl mal was. Du bist ja der Profi. Du musst mir erstmal eine Einweisung geben. Na, du bist jetzt genauso schlau wie ich. Das ich ist das ein DJ, keine Ahnung, ist mit Beatport kompatibel und ist bei Tiesto. Bei Tiesto? Mit, ja. In Kooperation mit Action. Aber Tiesto kennt er, ja? Ja, ich habe schon gesagt, dass er nicht so bekannt ist. Den kenne ich so echt. Also, wir haben Metall-Jogs. Wir haben Metall-Jogs, die sogar touch-sensitive sind. Was müssen wir denn jetzt machen, dass das funktioniert? Naja, theoretisch gibt es gängige DJ-Software. Also Virtual DJ-kompatibel und Beatport-kompatibel. Ja. Also Virtual DJ zum Beispiel, da habe ich eine Lizenz. Ja, jetzt ich habe jetzt eben schon gesagt, du kannst im Nachgang das gerne mal zu Hause ausprobieren und eine Aufnahme machen und das dann einblenden. Aber jetzt trotzdem braucht man nämlich, weil du das ja im Nachgang mal ausprobieren sollst, trotzdem jetzt deinen Ersteindruck. Was deine Meinung jetzt? Also hier ist aber keine Software mit bei. Gar nichts. Du hast eine 30 Tage Free Trial für Beatport und Virtual DJ halt. Ja, Virtual DJ gibt es erstmal so oder so eine kostenfreie Version. Genau, wahrscheinlich ist das 30 Tage kostenlos. Ja, also länger kostenfrei, aber mit der Pro-Variante werden halt. Guck dir nochmal die Verpackung an. Also ich muss sagen, von Gewicht her. Also, so, na gut, ist viel Platz dabei. Also, Ronny fand es lustig, als das ausgepackt hat. Ja, aber vom Gewicht her wirkt jetzt erstmal gar nicht so unwertig. Sieht stylisch aus, ist natürlich trotzdem viel Plastik verbaut. Ist deins größer? Ich hab einen größeren. Kann ich gerne mal. Ich hab einen größeren. Ja, größeren. Okay. Gestell. Ja, weil dein Mischpult größer ist, ist klar. Aber auch, muss ja aber auch so größer gestellt, logisch. Ja. Mit dem wieder denkt.
Dann darfst du jetzt mal schätzen, was das kostet. Weil ja, du kein, ja, kennst ja vielleicht auch ich deine Ich habe noch Preise. Nichts gesagt dazu, ich habe auch noch keine Meinung ja, dazu. Ja, Ronny und Sophie dürfen danach auch noch was sagen. Also die sind gut schwer, was wirklich gut ist. Mhm. Also die fühlen sich wertig Drehknöpfe, an. Die mhm. fühlen sich wertig an, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. So und ja, von den... Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Jocks, wie man sie ja nennt, aus Metall sind. War ich gerade auch ein bisschen überrascht. Das ist Metall? Hm, ist kalt. Ist kalt. Und die müssen ja touch-sensitive sein, das kriegst du mit Plastik nicht hin. Ja, das stimmt. Das probiere ich wirklich aus, weil da fängt es nämlich an, Spaß zu machen, ob die wirklich keine Latenz haben, wenn man die hm. ja, das halt ist, weil ausführt. Das ist ja eigentlich dann totaler Quatsch, wenn die Latenz hätten, ne? Ja, aber klar, das ist schon, also bei günstigen Materialien und Sachen kommt es schon mal vor, dass dann da eine Latenz ist. Genau. Dann sag mal, was schätzen würde das kosten bei Action? Es war also, sogar eine Sicherungsdraht drum, den durfte er mit dem Batman-Tool. Also ich kenne... Abreißen. Also, warte mal, ich komme jetzt nicht... Achso, meiner ist von Pioneer, der ist ein bisschen wertiger. Das Ding, ich kenne zum Beispiel von Herkules ist noch ein anderer Anbieter, die relativ günstig auch so was nachbauen. So, da ist man schon zwischen 60 und 70 Euro bei so einem Teil. Jetzt mache ich mal den Action-Faktor noch ruf, dann ich sag 40 Euro. Ja. Ich hatte auch 40 Euro im Kopf. Ich habe gerade noch eine Software runtergeladen, irgendeine, die hat er jetzt damit nicht verbunden, sonst hätten wir vielleicht noch irgendwas einspielen können. Ja, theoretisch müsste das jetzt eigentlich schon leuchten. Hat ja, er, beim Einstecken leuchtet alles einmal auf und dann geht's aus. Genau. Weil's nicht ich hätte es gesagt, so zwischen 30 und 35 Euro. Gut. Also, Marci hat ja gesagt, es gibt noch so einen Hersteller Herkules, der da anscheinend ähnliche Geräte in einem günstigen Preisbereich herstellt. Das hier hat bei Action kostet knapp 79 Euro. Krass. Oh. Hm. Also sind wir in dem Segment, was du auch gesagt hast. Also kann das ja gar kein Schrott sein. Naja, achso, wir haben jetzt den Tiesto-Faktor vergessen. Genau, Tiesto nimmt nochmal 40 Euro genau. mit jedem verkauften Gerät. Aber ich weiß nicht, ob Tiesto Belgier ist oder Niederländer. Also er kommt auf jeden Fall aus der Benelux-Staat, möchte ich sagen. Das und wäre deswegen, wahrscheinlich deswegen dann sogar naheliegend, ne? Dass er zusammen mit einer Firma aus seinem Heimatland dann das Ding produziert hat. Ja, gut. Ich muss mal noch kurz mal gucken. Ja, man hat sogar hier die AUX. Genau. Also, Chinch kam was noch mit bei. Chinch ist noch mit. Oh, das ist natürlich... Also ja, den hättest du 80 Euro gesagt. Okay, dann also wir haben jetzt von den Action-Faktor blenden lassen. Und an der Stelle blenden wir jetzt ein, was Marci also rausgefunden hat. Jetzt habe ich für 80 Euro, weil ich die Herkules-Produkte auch gut kenne, erwarte ich jetzt doch einiges, weil man zu dem Preis schon doch einiges mitmachen kann. Okay. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die Latenz einigermaßen hinhaut. Dann machst du so richtig coole DJ-Video von dir. Ja, genau, mach ich. So, DJ Marci, erzähl mal, was ist deine Meinung darüber? Also, ich muss sagen, als Einsteiger ist das ein richtig gutes Ding. Mir fehlen zwar hier so ein bisschen so laut und leise Feder, die braucht man aber nicht unbedingt, weil man Drehknöpfe hat, sag ich mal. Ansonsten ist es schon von der Latenz her auch gleich da, man kann die Musik angleichen. Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade fand, ist, dass die DJ-Lizenz, also braucht man für das Programm, für die Software, braucht man direkt eine Lizenz als Virtual DJ, also braucht man da schon eine kostenpflichtige Version, kommt also nochmal on top, kann man für 20 Euro im Monat haben. Vielleicht gibt es auch noch kostenfreie DJ-Software, aber man braucht unbedingt eine Software dafür, damit man es auch steuern kann. Ansonsten, das Anschließen, die relativ flux, ist ganz einfach, ist hier einfach per USB-Kabel, USB-C angeschlossen und wir haben das gleich weitergeleitet an unsere GBL-Box. Und dann könnten wir schon loslegen. Also für den Preis, Produkte, mein Gola für jeden. Ob jetzt Tiesto da wirklich seinen Namen dafür hergeben hat, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Ist ja dann doch Mainstream, dass das so viele wie möglich bekommen. Und ist schon für einen Einstieg ganz okay. Aber als professionell würde ich das, für eine Party ist das okay, aber professionell würde ich das nicht nutzen. Okay, der Kalk jetzt wieder verschwinden. Du darfst wieder deines Amtes weichen, ja. Dankeschön, Marci, für deine Fachkunde. Ihr habt Leute, die haben auch ein bisschen was zu tun. Ja, ja, können ja nicht alle vor dem Monitor sitzen und hier rumquatschen, ja, das stimmt wohl. Gut, jetzt hat ja Marci ganz schön was rausgehauen. Ich bin ja wirklich gespannt, was Zukunfts-Marci jetzt hier eingespielt hat. Ich auch. Ja, schön. Nehmen wir das nächste. Oh, für die Beauty Queens, was schreist du da auch? Ein Selfie-Ring. Willst du das machen? Aber wir haben sowas auch da.
Echt? Ja, haben wir. Mhm. Haben wir aber irgendwie. Aber nicht mit das, was da geworben oder mit dem, was da geworben wird. Also wir haben Tageslicht, wir haben Kaltweiß, Warmweiß und RGB, also bunt beleuchtet, wobei das bei der immer noch irgendwie sehr orange-rot aussieht. Aber bedenke, die Verpackungsgröße gibt natürlich schon einige Indizien. Ja, es ist riesengroß. Okay. Das ist erstmal zum selber zusammenbauen, aber es ist ein Stativ. Man kann es hier wahrscheinlich einfach so drauf machen. Hier ist auch noch was. Ah. Und ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht oder auch nicht. Das Dreibein ist aber wirklich sehr filigran. Immer ein Dreibein bei. So. Und das Telefon oder die Haltung dafür kommt dann hier rein. Genau, und dann kann man es wegbiegen, sodass man sein Telefon mittig positioniert dann irgendwie. Der Günstigkeitsfaktor, den kann man jetzt direkt hier erblicken. Also das ist so wieder günstiges Kunststoff vorne bis hinten. Kannst du auch an der Wand hängen, ist eine Wandaufnahme mit bei. Mhm. Dann halt eben dieses milchige, transparente, semi-transparente Kunststoff obendrauf. Dann haben wir hier quasi die Handyhalterung jetzt damit eingespannt. Und dann haben wir hier noch so eine Art Kabelbedienung und Stromzufuhr. Jetzt bin ich ja gespannt. So, das ist die Fernbedienung. Und ein relativ langes Kabel, das ist ja schon mal was. So, jetzt wird's spannend. Oh, die Fernbedienung leuchtet sogar. Tada! Jetzt können wir das mal auf meine... Festschrauben. Auf meine Größe so ein bisschen hin. Frisch. Oh, Opfer, ja. Ja, das Dreibein ist wirklich nicht das Beste. Nicht anfassen. Also spätestens, wenn du ein Telefon wieder reinstellst, würde es eh nach unten sinken. Oh, RGB. Okay, ich drehe es doch mal um. Ich glaube, dann sehen wir mehr. Also das ist jetzt rot. Auch die Kamera fängt das jetzt wieder nicht farblich korrekt ein. Dann haben wir jetzt so grün irgendwas. Jetzt haben wir blau. Jetzt haben wir Yelp. Jetzt haben wir lila. Oh, blau und wieder rot. Oh, mit Effekten gerade sogar. Farbwechsel. Und ich kann die Geschwindigkeit einstellen. Oh. Ich mache nochmal... Oh. Jetzt geht richtig die Post ab. Standard. Kann ich die Helligkeit auch einstellen? Mhm. Ja, tatsächlich. Man sieht so einen kleinen Unterschied, aber viel passiert nicht. Und also das Wichtigste ist eigentlich, glaube ich, wirklich eine ganz normale Ringleuchte in Warmweiß, Kaltweiß, Kaltweiß, Neutral. Jetzt haben wir das ist neutral. Neutral und jetzt haben wir Warmweiß, genau. Mhm. So, das stelle ich mir mal nochmal vors Gesicht. Da sieht man das vielleicht ein bisschen besser, aber das ist echt sehr frimmelig. Ich habe noch nie mein Handy jetzt drin. Ja. Du kannst ja mal eine Videoaufnahme machen und die können wir dann einspielen. Oh. Aber hier geht es ja wirklich, bei einem Ringlicht geht es darum, dass man halt diesen Ringeffekt in seiner Pupille hat. Jetzt nur wieder die Frage, deswegen, das würde ich gerne mal wissen, ob das Telefon auch... Ist auf jeden Fall... Ich glaube, du musst es weiter nach unten schieben. Sehr knackig, was das angeht. Knackig ist hier, glaube ich, das richtige Bild. Ei, also weder hält jetzt hier der Lämmerschwanz von Handyhalterung noch das Stativ. Ich gehe jetzt mal in die Kamera rein. Ich nehme mal die Frontkamera. Oh, Junge, sieht das gut aus. So, Google Pixel 8 Pro, zeig mal, was du kannst. Jetzt haben wir quasi das Kaltweiß, jetzt haben wir Warmweiß, man sieht das Viereck in meinen Augen. Jetzt haben wir, jetzt ist Kaltweiß, glaube ich. Das Viereck ist ein Kreis. Ja, ich habe eckige Augen, ich gucke zu viel in die Röhre. Genau. Hat Mutti früher mal schon gesagt, wa? Wenn du zu viel vor dem Fernseher sitzt, kriegst du viereckige Augen. Und RGB-Effekte bitte. Ach so, ja, ganz wichtig. Die müssen ja auch, weil letztlich braucht man sowas. Hast jetzt sieht grüne blau Kreise aus. Jetzt sehe ich blau aus. Und jetzt ist die Polizei da. So, stoppen wir das Ganze mal. Wir haben das dann parallel quasi schon mit eingespielt. Ich sag mal so, es funktioniert. Es ist aber halt wirklich super wackelig, das Ganze. Und, und dein Telefon ist halt so groß, dass es teilweise fast den Ring verdeckt. Ja. Muss man dazu sagen. Und ich kann jetzt hier nicht so viel biegen, weil das gibt das Gelenk hier nicht so her. Also, ja, und hier, das ist ein bisschen eine Semikatastrophe. Ja, also, du musst es komplett ausgefahren haben. Du kannst da nicht die Höhe einstellen. Du musst ja, es wahrscheinlich muss es wirklich so stehen. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du das dann irgendwie so nach oben drehen musst. Und genau, dann, deswegen ja auch Kugelkopf. Dann musst du den halt auch ein bisschen nach hinten biegen. Ne? Ja, aber ich sag mal, so geht's so ungefähr. Genau, dass du den notfalls dann so und dass du dann so ein bisschen von oben reinguckst. Ja, dann ist das Telefon wieder runter und dann sieht fast professionell aus. Also, ich werde nochmal richtig so ein Instagram-Verkäuferprofil hier, so ein Influencer da. Influencer. Genau. Puh, was soll ich jetzt? Also komisch ist, dass man das Umschalten vom Licht in der Hauptkamera jetzt irgendwie gar nicht so sieht. Ja, weil es zu hell ist, ja. Ja.
Was schätzt du, kostet dieses Ringlicht? Was haben wir denn noch für Funktionen? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also 4-Color-Modus, es ist dimmbar. Es sollen 650 Lumen rauskommen, 10 Watt. Es ist IP20 zertifiziert, also nicht wasserschützt und ganz minimal vor Staub. Das ist wichtig, dass er draufsteht. Ja. Ja. Für tolle Selfies und Vlogs. Ich überlege gerade, wie willst du einen Vlog damit machen? Klar, kannst du das Ding mitnehmen. Powerbank und dann rennst du damit so rum. Mit verschiedenen Lichtstärken, verstellbarem Stativ-Handyhalterung, einfach zu verbinden mit 2 Meter USB-Kabel. Ja, stimmt alles. Ja, ja, stimmt alles. Also kostet 6,99. Jetzt greift dir Sophie vorweg. Ja, sonst sag ich immer das Gleiche, weil ich immer das Gleiche im Kopf habe. Deswegen muss ich mal zuerst sagen. Also wie gesagt, okay. Materialbeschaffenheit auch wieder super günstig. Funktionalität ist gegeben. Ist jetzt nicht spektakulär, aber für wenig Geld, ich sag jetzt mal 7,99 ist es okay. Also es kostet bei Action 9,95 €. Ah. Mann, so weit daneben. Hey, es hat RGB-Licht, das haben wir jetzt vergessen mit zu erwähnen. Mhm. Oder mit einzuberechnen. 20 FPS mehr. Das sowieso. Also völlig okay. Also. Aber die Teile sind immer sehr günstig, wo ich ja, noch ja, nicht drin gearbeitet habe, habe ich mit den Teilen auch Produktfotos gemacht. Auch von Amazon, auch wenn du 40 Euro dafür ausgibst, das ist so günstig. Naja gut, das, was auf Amazon bestellst, ist meistens ja das, was aus China dann kommt und da halt einfach weiter. Genau, hier geht es nur eher darum, dass man halt größere Ringlichter bekommt. Ja, genau, okay. Die dann halt auch praktikabler sind. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt wirklich, also Vlog würde ich damit nicht rumrennen, aber wenn man zu Hause ein paar kleinere Selfies oder wenn man sich selbst beleuchten will oder irgendwie mal was in Instagram reinquatschen will und nimmt das halt vorher damit auf, glaube ich, ist es gar nicht verkehrt. Aber dann muss man auch wirklich vor der Kamera hängen. Also wenn man jetzt irgendwie das hinstellt und sich da einen Ganzkörper vorstellt, dann steht man viel zu weit weg, dann wird das Licht nicht mehr reichen. Nee. Für Selfies direkt ins Gesicht reingeballert ist es völlig okay, für mehr auch nicht. Ja. Und da muss man natürlich irgendwas mit anfangen können. Ich kann damit zum Beispiel überhaupt nichts anfangen, weil wenn wir irgendwo bei uns im Büro irgendwas drehen, ich nehme einfach das Handy, filme einfach und mir ist es ja völlig egal, wie das Licht ist. Weil es geht ja um die Informationen, die wir da teilen und nicht, wie ich da jetzt ausgeleuchtet bin. Und wenn ich halt Augenringe habe, dann habe ich halt Augenringe. Juckt mich auch nicht. So, okay, 10 Euro. Ist aber, ich finde, ist okay, oder? Ist okay, also, ja. Du klingst nicht so begeistert. Also ich finde es ein bisschen sehr klein und dafür auch ein bisschen sehr einfach verarbeitet. Aber für das Licht, was rauskommt und lange Kabel, einfache Bedienung, dafür geht es schon klar. Ja, und wer da seinen Anwendungsfall für hat, klar. Okay, ich kann nichts mehr zu sagen. So, eine Sache haben wir noch. So, es ist ja bald Weihnachten. Warm weiß. Und, schön. Seht ihr das Symbol da oben? Es ist auch wieder App-kompatibel. LSC Smart Connect, genau. Warmweiß Smart Light. Und sie haben also ja kürzlich sowas von Goofy vorgestellt, natürlich mit RGB und richtig coolen Effekten. Wir wissen jetzt nicht, was uns hier erwartet, außer dass es natürlich jetzt keine RGB-Farben sind, sondern Warmweiß. Ist nicht schlimm. 5 Meter, 39,9 Meter, 44,9, was auch immer die mir damit sagen wollen. 10 cm Abstand. Tada! Ui, das ist ja mal klassischer alter Netzstecker. Genau, aber wie gesagt, trotzdem WLAN und Smart Home kompatibel. Oh, dann müsste ich das ja auch gleich finden direkt. Eigentlich ja. Probieren wir aus. So, ich entwirre mal ganz kurz. Genau, ich würde sagen, wir machen es nicht komplett auseinander. Nee, ich hätte jetzt nur den Stecker reingesteckt. Jo. Müsste reichen. Doch, ich bin natürlich. Ha! Es leuchtet schon. So! Ist das nicht schön? Mhm. War hier eine Fernbedienung mit bei? Nö. Okay, dann mache ich jetzt nochmal die App auf und wahrscheinlich muss ich das gleiche Prozedere machen wie beim letzten Mal, oder? So, dreimal on-off. Das zappelt jetzt wild rum. Ich weiß aber nicht, ob das der Kopplungsmodus ist. Blinkt aber lustig vor sich hin. Das ist schon mal gut. Und 400 LEDs haben wir auch. Aber es gibt anscheinend sogar eine RGB-Version davon. Ja. Weil da stand nämlich Staller Christmas Light auch noch. Genau, das stand in der App auch mit bei. Aber es ist irgendwie ein komisches Warm. Also ist so eher so ein Gelb, finde ich. Das ist ein sehr, sehr warmes Warm, ja. Es kann aber auch sein, dass es natürlich an grünen Nadeln so gewollt ist. Dass es so. Dass es wie Kerzenschein aussieht. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken, weil wie gesagt, kalt war, kannst du auch einstellen. Nee, hier steht ja richtig warm, white Smart Lights drauf. Also ich glaube nicht, dass man da noch eine andere. Color Temperature 2800. Achso, ja, geht es um die 2800. Guck mal vorne auch nochmal rum. Ja, stimmt. Dann bleibt es warm, Ob das jetzt aber smart sein muss, ich weiß ja auch nicht. Doch? Na, du kannst wahrscheinlich die Blinkeffekte einstellen. Ja, genau. Ich meine aber, ob man jetzt sowas als smart braucht bei warm weiß und das ohne RGB. Also praktisch ist es schon, ne?
Ja, mit Sicherheit. Weil du kannst es dann gleich timermäßig konfigurieren. Ja, auch wahr. Du kannst es auch mit anderen Sachen koppeln. Und das ist ja wahrscheinlich das Wichtige, dass wenn du halt mehrere LSC-Sachen hast, dass du dann auch sagen kannst, ey, kleine, keine Ahnung. Ja, du kannst das Szenen erstellen, genau. So, es ist fertig. So, jetzt verbindet er sich mit dem Gerät. So, also, ausschalten kann man schon mal. Jetzt habe ich in Waves gemacht. Ja, okay. Ja. Sequenziell. At least two. Dann läuft er durch. Slow go. Wir können hier noch einen Timer mit einstellen. Wir können Musik. Tritra tralala. Tritra trolila. Lalalalala. Du kannst sogar ein Weihnachtslied singen, Kai. Alle meine Entchen. I gave him my heart. But the very next day, you gave it away. Ich hab den Text umgeschrieben. Letztlich, er nutzt das Mikrofon vom Handy. Genau. Also, kennt man ja schon. Genau. Ansonsten lässt das jetzt hier Chasing. Und die Helligkeit kann man auch einstellen. Genau, und das war's dann. Und Chasing wird jetzt wohl sein, dass er dann halt von jagt so sich jetzt selber, wellenmäßig durchläuft von Anfang bis Ende. Obwohl mich wundert, dass er jetzt immer sagt, man muss irgendwie zwei immer Minimum aktiviert haben. Ja, dann mach doch, weil er immer durchwechselt. Ach so. Twinkle. Jetzt blinkt's, keine Ahnung, also ist Twinkle, Twinkle, Little Star. Ja, also ist, man hat hier ein paar Szenen, die hier irgendwas machen. Am Baum sieht es wahrscheinlich besser aus, als das, was wir jetzt hier gerade versucht haben. Aber letztendlich, sag mal, es funktioniert. Hat man es gekoppelt, funktioniert. Es bleibt beim Warmweiß, man kann halt die Helligkeit nochmal einstellen, ein paar Modi abrufen und dann war's das. Aber für so einen Weihnachtsbaum, der jetzt einfach nur in Warmweiß irgendwie strahlen soll, er strahlen soll als Kerzenersatz im Prinzip, völlig okay, würde ich sagen. Lang genug ist das Ding auch. 400 LEDs. Ja. Wie viele Meter sind das? 5 Meter. 5 Meter steht es hier und hier steht 39,5 Meter. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist, aber es sieht sehr lang aus, mehr als 5 Meter auf jeden Fall. 5 Meter Zuleitung. Und die Lichterkette selbst ist 40 Meter. Ja, insgesamt 45 Meter. Ja, genau, das meine ich. Ja. Also mehr als genug lang, ja. Ja, dann schätzt doch mal, was man dafür bezahlt. Boah, Sophie, komm, jetzt hau mal einen raus. Ich kann nämlich überhaupt nichts dazu sagen. Ach, ich würde jetzt 12,99 einfach so schätzen. Ich habe keinen Grund dafür. Ich würde in den 20-Euro-Bereich gehen. Das sind 25. Aber ich bin voll raus bei Also diese smarte Lichterkette mit WLAN und Pipapo kostet 19,98 €. Warst du gut dabei? 20 €. Das ist ein guter Preis für eine smarte Kette auf jeden Fall. Wenn man diese smarte Funktion nicht braucht, kriegt man es viel günstiger. Teilweise schon, auch da bei Action, ging dann so ab 5 € los, je nach Länge, aber in einer kürzeren Länge. Ja, okay. Ja, gut, aber wenn du es halt irgendwie ein bisschen smart gesteuert haben willst und den Algorithmus, der da läuft, ein bisschen verändern willst und die Helligkeit dimmen willst, warum nicht? Hm. Ich finde jetzt aber die gesamt 45 Meter oder 40 Meter Kette, die wir haben, mit App-Anbindung und WLAN, finde ich vom Preis völlig in Ordnung. Ja. Also ich meine, ich habe keinen Weihnachtsbaum zu Hause, ich könnte das jetzt überhaupt nicht gebrauchen, aber ja, für den Preis hätte ich wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. Ja. Das geht, klar. Also preislich finde ich das Ding auch interessant. Ja. Genau. Und letztlich, ob man nun smart, hat Ronny ja schon gesagt, ob man nun smart braucht oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde da wahrscheinlich einfach zu einer klassischen zurückgreifen. Die haben meistens auch so eine Kabelfernbedienung, wo man dann so einen 8-Stunden-Timer einstellen kann. So, die geht dann jeden Tag um diese Uhrzeit für 8 Stunden an. Das ist eigentlich völlig ausreichend. Und dann kannst du ja auch so blinken an, aus und durchfaden und so weiter mit einstellen. Und dann also bis runter. Oder sie leuchtet halt einfach. Jo, dann sind wir jetzt mit unseren 10 Produkten durch. Was haben die denn gekostet, die 10 Produkte? Genau, jetzt, also ich habe noch 69 Cent für eine Action-Einkaufstüte bezahlt und ansonsten, die ziehen wir jetzt gedanklich ab und schätzt doch mal, was haben wir für diese 10 Produkte bezahlt? 145 Euro. Ganz grob im Kopf zusammengeschlagen. Ich war bei 150. Da bist du nicht weit von entfernt. Nee. Also... 145, 45. 150, wir haben bezahlt knapp 162,50 €. Dann haben wir irgendwas vergessen. Ja, ich habe jetzt nicht mal alle Preise zusammen. Also, wir haben für die Kugel, für die Razer-Kugel den 10er bezahlt, dann den Bambus-Organizer 5 €, den DJ-Controller knapp 79 €. Ach, 79, ich die Monitorhalterung 10er, also den Monitorständer. Den, die USB-Tastaturen 5er, die Monitorleiste 5er.
Der Bluetooth-Lautsprecher 19 Euro. Ach, der war siehst du, da haben wir es. Ja. Ich habe hier einen Zehner vergessen, hier einen Zehner, da wäre ich auch auf. Genau, der Selfie-Ring einen Zehner und die Weihnachtsbaumbeleuchtung 20 Euro. Jo. Highlight. Also, was? Ich sag mal so, wenn man das jetzt mal einfach abzieht, weil das ist jetzt wahrscheinlich wirklich so ein bisschen, kann ich damit was anfangen oder nicht, aber mit dem Rest... Genau, wenn wir das Ding jetzt abziehen mit 80 Euro, sind wir bei knapp über 80 Euro gelandet. Und dann ist der Einkaufswagen zwar auch nicht voll, aber ihr habt auf jeden Fall eine Menge, mit der man was anfangen kann. Und da waren wirklich wie mit dem Battletron Licht aus Glas und Razer Chroma RGB-Unterstützung schon krasse Sachen bei. Haut mal eure Highlights raus, würde mich jetzt mal interessieren. Ich finde tatsächlich, das für 10 Euro, das Licht, das macht, weil es halt noch mehr Möglichkeiten offenbart, wenn man da halt quasi am PC damit verbunden ist. Fand ich sehr, sehr geil. Gut, über 10 Watt aufladen, beschwere ich mich nicht. Tischlampe, Monitorlampe finde ich auch geil. Weihnachtsbaumbeleuchtung, okay, könnte man nur lassen. Damit habe ich auch null Berührung. Interessant finde ich es trotzdem. Genau, das muss ja, hat ja Marci dann für euch jetzt eingeschätzt. Ja. Da können wir nicht viel zu sagen. Ja, also das ist so meins irgendwie. Also so mit LED und bunt, das ist immer ganz geil. Also mein wirkliches Highlight ist auch die Glaskugel. Weil für einen Zehner hätte ich das jetzt wieder nicht erwartet. Aber mit RGB-Beleuchtung haben sie es ja bei Action irgendwie. So relativ günstig für mit relativ guter Lichtqualität. Und dann auch noch mit der Razer Software kompatibel. Ja. Haben wir jetzt nicht getestet, aber ich gehe mal davon aus, wenn es draufsteht, dass es funktioniert. Ist ja auch hinten abgebildet. Genau. Und dass die Fernbedienung jetzt fehlt, ja, hätten wir auch gucken können. Aber ja, würde ich auch sagen. Sophie, was wäre dein Highlight? Da ich gar nicht so auf RGB-Beleuchtung stehe. Verstehe ich gar nicht. Ja, es ist für mich eigentlich die Weihnachtsbaumbeleuchtung, die finde ich ganz cool. Und natürlich das Bambus-Teil da. Weil ich einfach auf Bambus stehe. Ich auch. Ich mag ja Naturprodukte irgendwie. Ja. So. Das ist, ja. Und eure Highlights, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch wenn ihr andere Produkte schon zu Hause habt, wie ja zum Beispiel mit den LSC Smart Home Produkten, haben wir ja von euch schon viele Kommentare bekommen. Und deswegen habe ich da auch jetzt mal zugegriffen. Ich werde zukünftig da versuchen, auch noch mehr mit einfließen zu lassen. Ja, lasst uns gerne mal Feedback da. Ja, was ihr hier von haltet, was ihr selber für Erfahrungen habt, auch gerne natürlich negative Erfahrungen, weil das kommt jetzt immer alles sehr positiv bei uns rüber, ist halt dem geschuldet, dass wir jetzt keine Langzeiterfahrung mit den Produkten haben. Ja, messen das ja auch bloß an dem Preis und an der Qualität, die wir jetzt quasi auf Tisch. Deswegen seid ihr an der Stelle gefragt, dass ihr uns da gerne mal eure Langzeiterfahrungen mitteilt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil euer Feedback bis jetzt war immer Gold wert. Also ihr habt vieles von uns bestätigt, wo wir sagten, na, das wirkt gut. Es gibt auch mal Produkte, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Aber wie gesagt, man muss ja immer bedenken, man bekommt ja für super wenig Geld, super wenig, sagen wir es mal, in Anführungsstriche, sehr viel eigentlich, was du woanders mal nicht eben so bekommst. Natürlich, wenn ich auf Amazon links und rechts gucke, finde ich so für 2, 3, 5 Euro Aufpreis auch irgendwas in die Richtung. Aber hier kannst du es halt angucken und direkt vor Ort auch wieder zurückgeben. Du hast Garantie, musst nicht auf AliExpress oder sonstige Seiten bestellen. Also vor allem, dass die Smart-Home-Sachen dann immer dieselbe App nutzen. Ja, ja, absolut. Ja, nicht, das ist bei anderen Sachen, wo du dann hast du die App und die App und hier hast du dann wirklich, wenn du da bei Action die Sachen kaufst und die irgendwelche Smart-Home-Funktionen haben, dann ist es anscheinend immer diese LSC Smart Connect App. Das ist schon wirklich top. Ist schon ein eigenes Universum bei denen irgendwie. Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen jetzt diesmal wirklich komplett andere Produkte im Vergleich zu dem, was wir vorher in den zwei Folgen hatten. Bunt gemischt. Genau, da dürfte auf jeden Fall für jeden irgendwie was mit bei sein. Ich würde ja sagen, klingt den Link an, aber davon haben wir gar nichts, weil es ist halt ein Offline-Kauf bei Action. Genau. Das bleibt halt auch so. Kein Online-Shop. Fahrt gerne bei euch mal in der Filiale gucken. Aber schlagt uns gerne auch andere Ketten vor, die vielleicht ähnliche Sachen machen. Wir gucken da gerne über den Tellerrand, wenn wir die Möglichkeit haben, das auch bei uns in der Nähe natürlich zu haben. Genau, das ist so ein bisschen schwierig. Genau, ich kann ja gerne noch einmal kurz den zeigen. Ne? Alles selber gekauft, mein Kassenzettel. Da, ja, brauchst du auch nichts weghalten, ich habe bar bezahlt zum Glück. Ja. Genau, ihr seht jetzt bei uns die Filiale oben Brandenburg an der Havel. Das ist halt bei uns die am nächsten ist. Und ja. Ja, aber es ist schon krass, wie wenig Geld das eigentlich ist, was man dafür... Also ja, und dafür, dass du immer noch garantierst und umtauschen kannst. Und aber bei dem DJ-Controller werden wir es halt sehen, weil da hat ja Marci gesagt, gibt es Konkurrenzprodukte im ähnlichen Preisbereich. Wenn es aber gut funktioniert, spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Das stimmt. Ja. Ne? Das ist es ja. Nice, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für's Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.